Hallo. Hi. Wir sind Ilan und Anja und wir zwei bauen uns gerade ein Tiny House auf Rädern. Wir waren in der vergangenen Woche in Detmold, um zwei große Bauprojekte durchzuführen. Und zwar ging es einmal um unsere Trennwände, die wir gezogen haben, als auch die Treppe, die hoch zum Schlafloft führt. Wir haben das in zwei separate Videos geteilt und heute geht es um unsere Trennwände, mit welchen Materialien wir gearbeitet haben, wie wir vorgegangen sind, wie unsere Arbeitsschritte waren und wie unsere Wand heute aussieht. Das möchten wir euch jetzt zeigen. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen oder zum ersten Mal einschalten, wir bauen schon oder beziehungsweise wir planen dieses Haus schon seit knapp 2 Jahren tatsächlich. Also es begann mit dem Traum in Berlin und mit der Wohnungsauflösung damals. Jetzt wohnen wir in NRW und hatten dieses Haus bis vor kurzem noch im Garten stehen. Wir können euch dazu gerne ein Video verlinken, welches die ganze Geschichte und die Reise noch mal so ein bisschen erläutert und beschreibt. Jetzt hole ich deshalb so aus, weil es eben ein großes Highlight für uns war, diese 6 Tage in Detmold verbringen zu dürfen. Wir haben große Fortschritte verbuchen können. Und wir sind sehr, sehr stolz und sehr glücklich mit dem Ergebnis. Das heißt, was wir euch heute zeigen möchten, auch noch als Ergänzung an dieser Stelle, dient lediglich der Inspiration. Wir sind Laien, wir sind keine Profis. Wir ist keine Bauanleitung. Bevor wir unsere Reise nach Detmold gestartet haben, wollten wir uns natürlich bestmöglich vorbereiten, haben zum einen einen Bauplan geschrieben, wo es eigentlich darum ging, welche Elemente brauchen wir, wie wollen wir vorgehen. Welches Werkzeug, welche Materialien, welche Schrauben wollen wir verwenden, einfach, dass wir vor Ort gut zurechtkommen. Und es war sehr wichtig, um effektiv zu arbeiten. Zumindest hatten wir uns mit den Dingen schon mal befasst. Ja. Und das hat uns sehr geholfen, um auch wirklich gut voranzukommen in diesen 6 Tagen. Ja. Ja. Zu den Materialien gehörte natürlich alles rund um das Thema Sicherheit, wie Mundschutz, Ohrenschutz, Brillen. Brillen hatten wir auch, ja. Handschuhe, dann zum groben Werkzeug Handkreissäge. Stichsäge. Dann hatten wir natürlich Einhandzwingen. Ganz wichtig. Wow. Und der Werktisch war eine große Hilfe mit der Führungsschiene und auch mit dem Winkel in Kombination. Das werdet ihr später auch sehen im Videomaterial. Zollstock, Bleistift. Schleifpapier. Diese Dinge. Der Rest war aber auch wirklich vor Ort. Das Material, welches wir verwendet haben, ist einmal für die Trennwand Pappelsperrholz, 6 mm stark. Und KVH-Fichte, 40x60 Hölzer waren das, ne? Die Balken, ja. Und dann konnten wir eigentlich auch schon mit dem Arbeitsschritt Nummer 1 beginnen und das war das Zuschneiden der Balken. Zuerst haben wir die Länge der Bodenleisten abgemessen, dann mit Hilfe der Tischkreissäge zugeschnitten. Das musstest du auch von beiden Seiten machen, ja, weil nämlich unser Sägeblatt nicht weit genug rausgestanden hat. Das haben wir erst später noch rausgefunden, dass man da die Höhe verstellen kann. Damit kannten wir uns ja nicht aus. Ja. Also ich sag mal so, wir haben uns damit jetzt gar nicht groß auseinandergesetzt, leider. Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal anders. Es hat mich jetzt in diesem Fall auch gar nicht gestört, das umdrehen zu müssen. Als wir dann fertig waren mit dem Schnitt, haben wir alles einmal ausgelegt im Badezimmer bzw. im Haus. Und als wir uns sicher waren, dass das so passt, dann auch das Moosgummi verklebt, um den Holzgeräuschen entgegenzuwirken. Also der Flankenübertragung, die entstehen kann. Als das dann passte, haben wir die Löcher vorgebohrt, damit wir die Balken dann schön sauber auch mit dem Boden fest verschrauben können. Hat gut funktioniert und dann haben wir die 5×90er Schrauben genommen und dann direkt die Balken verschraubt. Und somit war der Boden auch relativ schnell gesetzt. Wir waren total aufgeregt und sind immer wieder auch mit dem Winkelmesser ran und haben mit der Wasserwaage nochmal nachgemessen, weil man ja auch nicht möchte, dass die Wände schief sind. Glücklicherweise waren ja die Loftbalken schon vorher gezogen, sodass wir uns da ganz gut orientieren konnten. Obwohl das auch nicht immer richtig war, weil wir tatsächlich 1 Zentimeter Unterschied haben zwischen dem einen Pfosten und dem anderen, am anderen Ende des Raums. Das heißt, da mussten wir mit Keilen schon ganz schön gegenwirken und nochmal aufstocken, damit das auch alles schön sitzt. Genau. In der Stabilität sollte das keine Nachteile haben. Allerdings haben wir uns dann doch geärgert, weil wir da ja auch Ästheten sind und wollten, dass das schön alles passt und hatten einfach gehofft, dass der Höhenunterschied geringer ausfallen würde.
Naja, beim nächsten Mal. Statt abzumessen. Ja, beim nächsten Mal würden wir wahrscheinlich jede Positionierung des Pfostens, des Balkens, der senkrecht ja steht, nochmal separat abmessen und dann lieber jeden Balken einzeln zuschneiden. Mit einem 8er Bohrer haben wir vorgebohrt, ne? Ein 8er, einen relativ dicken Bohrer, bis zu einer gewissen Stelle, also die haben wir uns markiert am Bohrer selbst, am Bohrkopf. Und dann wussten wir, ja, jetzt haben wir den perfekten Winkel und auch die perfekte Tiefe für das Loch und konnten dann wunderbar in dem richtigen Winkel auch mit der Schraube rein. Und das fühlte sich bombenfest an, muss man sagen. Also wir haben immer 2 Schrauben gesetzt pro Seite. Wir hätten natürlich auch mit Winkeln arbeiten können. Das hat uns unser Tiny House Bauer auch geraten. Also er sagt, das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung für euch. Für uns war es einfach nur wichtig, dass wir uns nicht verbohren können und dass die Schraube dann am Ende nicht fehlschlägt oder irgendwo daneben geht. Irgendwo rauskommt, wo sie nicht rauskommen soll. Genau. Und mit dem Wissen sind wir auch wirklich sehr, sehr beruhigt rangegangen. Und das merkt man auch. Die Ruhe hat sich dann auf das Ergebnis übertragen. Wie ihr sehen könnt, haben wir bisher nur die Pfosten gesetzt und noch keine Riegel, also die Querbalken, die dann später auch zur Befestigung von, sei es Waschbecken, Handtuchtrockner oder anderen Dingen dienen soll. Das werden wir erst beim nächsten Besuch machen, nachdem auch unser Gaswasserinstallateur mit uns zusammen dann Gasleitungen und Wasserleitungen gelegt hat, damit wir dann auch einfach vor Ort exakt entscheiden können, auf welcher Höhe welcher Balken wie gesetzt werden soll, und haben dann vor Ort einfach die Zeit für andere Dinge genutzt, wie zum Beispiel von außen die Pappelsperrholzplatten schon mal zur Wandverkleidung zuzuschneiden. Wir haben alles nochmal abgemessen und haben aber auch nicht nur nach Plan gearbeitet. Das heißt, vor Ort ist es ja auch nochmal immer ein anderes Raumgefühl und auch ein anderes Erlebnis. 18 mm. Das ist der Bereich, der quasi in unser Loft hineinragt. Genau, wir hatten das gerade mal getestet. Da saßen wir oben im Loft, haben uns hingelegt und haben gemerkt, nee, das ist uns zu viel, weil man dann nicht mehr durch das Oberlicht rausgucken kann. Und deshalb kürzen wir das jetzt auf eine komfortable Höhe, dass man aber trotzdem nicht die Matratze über die Mauer sieht. Schauen wir mal. Für die, die unser Konzept noch nicht kennen, was das Loft betrifft, die wundern sich jetzt bestimmt, warum die Wand nach oben hin noch übersteht. Wir wollten einfach für ein sicheres Schlafen im Loft oben noch eine Art Sturzschutz und auch Sichtschutz schaffen. Das heißt, hinter dem Pappelsperrholz, welches am Loft übersteht, wird noch eine Form von Stauraum, Box oder ähnlichem installiert, dass eben A, nochmal eine größere Stabilisierung ist, weiterer Stauraum für das Loft oben selbst entsteht. Also das ist noch nicht der finale Stand. Also wir planen mit einem 1,60 Meter Bett und ja, haben ein 2 Meter breites Loft. Das lässt dann nochmal 20 cm pro Seite Platz für Stauraum. Also die große Herausforderung war tatsächlich, diese Pappelsperrholzplatten zuzuschneiden. Ich sag mal, die waren, ich glaube, 2,60 Meter mal 3 Meter knapp. Das waren auf jeden Fall Oschis. Ich habe die genauen Maße auch nicht mehr im Kopf, aber ihr seht das hier in diesem Video, wie wir zu zweit versuchen, diese große Platte sauber und gerade an der Führungsschiene entlang zu führen, dass wir einen geraden Schnitt bekommen. Das war echt schwer. Und danach konnten wir eben nicht mehr ran mit der Tischkreissäge, weil die Maße größer waren als 40 cm und somit reichte der Tisch nicht mehr aus von der Fläche. Und wir mussten mit der Stichsäge ran. Meine Sorge war auf jeden Fall, dass es dann nicht ganz so sauber wird. Wir sind trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis. In unserem Fall oder bei unserem Haus haben wir ein offenliegendes Ständerwerk. Das heißt, der Schritt würde klassischerweise bei vielen anderen, die ihr Tiny House innen ausbauen, wahrscheinlich nicht anfallen. Uns war es aber wichtig, dass die Holzplatte wirklich bündig mit der Fassade abschließt. Und demnach haben wir dann nach dem ersten groben Zuschnitt mit der Kreissäge dann die einzelnen Aussparungen der Balken nochmal exakt abgemessen, eingezeichnet und Ilan dann ganz professionell inzwischen mit der Stichsäge dann die Aussparungen ausgeschnitten. Und das passte dann auch. Sehr professionell war ich. Fand ich schon, hast du gut gemacht. Ja. Meter 9. Wir haben jetzt hier gerade eine kleine Debatte. Und zwar sage ich, dass die Wand hier bereits anfing.
spreche jetzt gerade von dem Überstand, den wir auch vorne schon gezeigt haben. Also diese Wand, diese Erhöhung beginnt hier. Ab hier. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Das ist doch viel zu weit. Dann ist es nur die halbe Wand. Dabei hatten wir doch drei Viertel Wand geplant. Also, wir haben schon wieder 12 Uhr nachts und es ist schade, dass wir das jetzt nicht gefilmt haben, ne? Das war jetzt wirklich ein Film. Das war der Knaller, was wir hier gerade vollbracht haben. Und zwar sind wir mit der zweiten Trennwand so weit. In einem Stück. Und haben sie in einem Stück über unser Loft getragen. Mussten sie natürlich stabilisieren, damit sie hier rüber passt und dass sie nicht kaputt geht oder bricht. Ilan hatte nämlich die tolle Idee, warum denn so viele Einzelelemente schneiden, wenn man nicht die Tür in einem Stück auch aussägen könnte. Und das war super, es war halt schwierig, weil 6 mm Pappelsperrholz ist ja nicht viel, das bewegt sich die ganze Zeit. Und dann haben wir es wirklich so drüber gehievt und jetzt fehlt nur noch, jetzt haben wir hier noch 8 cm Überstand. Also ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt gleich machen werden, aber wir nehmen jetzt Maß. Wir müssen oder wir möchten die Aussparungen für die Ständerwerksbalken hier im Haus sägen. Das könnte gehen, ja, wenn wir Glück haben. Das könnte gehen, wenn wir Glück haben. Das ist geil. Nachdem wir endlich mit den Außenwänden fertig waren, auch in dem Fall Innenverkleidung, wie gesagt, steht dann beim nächsten Mal an, nachdem dann die Leitungen verlegt sind. Eine Platte haben wir schon zugeschnitten. Eine haben wir schon vorbereitet, stimmt. Also für den Innenbereich des Badezimmers, da haben wir eine Platte zugeschnitten. Genau. Aber dann einfach nur, habt ihr vielleicht eben flüchtig noch erkannt, mit einer Zwinge nur festgeschraubt, dass die jetzt nicht umfällt und dass man schon mal ein anderes Gefühl der Räumlichkeit entwickelt. Noch eine kurze Ergänzung zu den Pappelsperrholzplatten. Wir haben die ja mit 3 auf, was war das nochmal? Mit 5 auf 35er Schrauben befestigt und aber vorher nochmal unten auf dem Boden ganz, ganz kleine Abstandshalter, so kleine Plättchen gelegt, einfach damit wir keine Reibung zwischen Boden und Wand direkt erhalten. Mhm. Wir werden eh noch eine Fußbodenheizung einbauen und haben somit auch nochmal einen gewissen Aufbau. Das heißt, selbst kleine Unebenheiten von unseren Zuschnitten, die natürlich auch entstanden sind, werden dadurch auch total kaschiert und sind später nicht mehr sichtbar. Und die Schrauben haben wir extra auch ein kleines bisschen tiefer reingesetzt und werden das dann auch im Nachhinein noch mit Holzkit auffüllen, damit die Wand dann auch clean und schön glatt, glatt ist. Mhm. Ja, erfahrene Häuslebauer, die schmunzeln bestimmt und hätten das Ganze vielleicht in der halben Zeit gepackt. Aber wir wollten uns natürlich auch immer 2-3 Mal überprüfen und gucken, dass wir so wenig Verschnitt wie möglich haben, dass wir korrekt arbeiten und einfach im Nachhinein nicht großartig Fehler ausbessern müssen. 2 18,5. Die letzten 2 Stunden, bevor wir zusammenpacken. Ja. War aber sehr erfolgreich, ne? Ja, wir haben auf jeden Fall alles gegeben und ich glaube, lange nicht mehr so viele Stunden am Stück gearbeitet. Das ging dann echt zwischen 12 und 16 Stunden am Tag, weil man dann ja auch dieses eine Projekt vorm Schlafengehen abschließen will. Wir merken es auf jeden Fall, dass unser Körper gearbeitet hat. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, dass wir auch als Laien so gut zurechtkamen. Wir sind dankbar für die Halle, weil hier natürlich auch Werkzeug ist, wenn man plötzlich merkt, oh Mist, jetzt fehlt uns das eine oder andere, ist es zu 99% hier. Es ist das Beste, was uns passieren konnte, hier arbeiten zu dürfen, würde ich sagen. Und was auch großartig ist, dass wir natürlich hier in der Halle zu klassischen Arbeitszeiten natürlich auch arbeiten können, aber auch bis spät in die Nacht, das stört hier keinen. Wir können wirklich nach unserem Tempo, unserem Zeitraum arbeiten, 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 bis wir sagen, wir sind fertig und nicht, weil gerade Mittagsruhe ist oder Feierabend. Ja, also das genießen wir schon sehr, dass man auch ein gutes Stück, viele Stunden am Stück arbeiten kann.
Jetzt machen wir noch schnell die zweite Platte. Ja, jetzt schneiden wir die letzte Platte zu. Dann räumen wir langsam das Fahrzeug ein und packen vielleicht noch die Lieferung aus. Das war es eigentlich. Ne? Das war auf jeden Fall toll. Und wir freuen uns schon, in den Terminkalender zu gucken und zu besprechen, wann wir dann ungefähr in einem Monat wieder für 6-7 Tage herkommen können, weil man so wirklich intensiv super viel schaffen kann. Und das gibt uns sehr viel Aufwind. Und ja. Wir haben eine kleine Wand noch verhauen, kurz bevor wir gefahren sind. Wir waren sichtlich erschöpft, sehr müde und haben einfach gemerkt, dass jetzt dann auch die Fehlerquote steigt und konnten nicht mehr klar denken, nicht mehr abmessen und haben schon gedacht, oh je, wenn wir uns jetzt so verschneiden, wie uns das passiert ist, dann sollten wir jetzt aufhören und beim nächsten Mal nochmal neu ansetzen, dass wir auch mit einem guten Gefühl, mit diesem stolzen Gefühl dann auch fahren können. Ja, wir hätten eigentlich nur einen Tag Pause gebraucht, aber es ist jetzt auch gut. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch und bereiten dann auch alles vor für die Gas- und Wasserinstallation. Bleibt also gerne dran, abonniert unseren Kanal und da lasst uns gerne einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Thank you.